Irgendwann kommt für uns alle der Zeitpunkt, wo wir alt und gebrechlich werden. Viele von uns sind dann auf Pflege angewiesen. Welcher unglaubliche Pflegeskandal sich hier in Bayern abgespielt hat, jetzt in meinem Klartext. Schliersee und Augsburg, das sind die beiden Orte, wo sich der jüngste Pflegeskandal in Bayern abgespielt hat. Ein italienischer Heimbetreiber hat zu sehr günstigen Preisen in beiden Heimen eine Pflege für ältere Menschen angeboten, die aber sehr, sehr unhuman war. Im Endeffekt war es dann so, dass die Menschen halb verhungert waren, dass Menschen dort in ihren eigenen Exkrementen lagen, ungepflegt waren und nicht die Betreuung bekommen haben, die sie verdient hatten. Die Heimaufsicht hat hier leider komplett versagt. Zuerst in Schliersee, dann wurden von dort noch Menschen verlagert ins Altenheim in Augsburg und dort hat man die ähnlichen Vorfälle jetzt gehabt, bis durch einen größeren Corona-Ausbruch auch dieses Heim schlussendlich jetzt geschlossen wurde. Bereits der Gesundheitsausschuss diese Woche hat sich im Bayerischen Landtag damit befasst, aber jetzt auch nochmal heute das Plenum auf Antrag der Freien Wähler. Was schon etwas interessant ist, denn die Freien Wähler haben im Ausschuss sich zu diesem Thema seit dem Beginn dieses Skandals in Schliersee eigentlich kaum zu Wort gemeldet. Jetzt haben sie dieses Thema für sich entdeckt und wir haben im Bayerischen Landtag nochmal darüber diskutiert. Mein Kollege im Ausschuss für Gesundheit und Pflege, Roland Mergerl, hat hierfür für uns das Wort ergriffen. Wir haben ganz bewusst diesen Schaufensterantrag der Freien Wähler abgelehnt, denn wir denken, es muss endlich gehandelt werden. Wir brauchen einen Aktionsplan, wir brauchen Veränderungen in der Struktur der Heimaufsicht, wir brauchen unangekündigte Kontrollen in den Heimen, denn wenn der Heimbetreiber wie in Augsburg, wie in Schliersee es passiert ist, vorgewarnt wird, dann wird für einen Tag alles picobello gemacht und am Schluss kommt wieder das Gleiche raus. Von dem her, so geht's nicht, liebe Freunde. Ganz klar, die AfD will eine Pflegekontrolle sozusagen, die auch eine Kontrolle darstellt.